Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir bauen heute einen Häcksler für Gartenabfälle aus diesem Rotor und einem Trog. Und mal gucken, wir wissen es nicht, ob es klappt, wie immer. Viel Spaß und bis dann. Wir haben jetzt hier den Drohnenpropeller von der alten Drohne und einen Akku, der zur Stromversorgung dient, und einen Regler mit einem Servotest. Unser Plan ist jetzt hier, oben ist der Motor oder der Rotor mit dem Motor und hier unten ist dann das Stativ. Bauen wir so ein kleines Holzstativ und diese beiden Winkel, die sollen jetzt hier mal den Korb darstellen. Viel Spaß! Ich messe jetzt hier einmal ab. Das sind 1,47 Meter. 147 durch 3 sind 49 cm. 49. Also wir haben jetzt hier an dem Teil die Winkel schräg gehauen und jetzt können wir damit dieses Gestell bauen. Wir haben jetzt hier den Rotor an diesem Teil angebracht. Ich weiß nicht, ob es klappt. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt hier das Ganze verkabelt und jetzt fehlt noch der Servotester und der Akku. Das war jetzt hier das Konzept. Wir haben jetzt hier die ganze Kabellage drin und dann hier den Trog, wenn man da jetzt zum Beispiel so ein kleines Stöckchen reinpackt, dass der dann gleich zerhäckselt wird. Wir probieren jetzt hier mal diese Tannendings. So, mal gucken. Ein bisschen mit Augen aufpassen. So, jetzt mach mal ganz, ganz langsam. Wenn man Geduld hat, dann funktioniert's. An die Seite. Das ist noch so ein kleines Manko, ehrlich. Das geht gar nicht. Auf geht's! Der zittert noch. Der ist gerade gegen die Scheibe geflogen. So, das war's jetzt von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Teil ist noch ein bisschen überholungsbedürftig. Aber sonst hat es eigentlich ganz gut geklappt. Der arme Spatz jetzt. Aber der Der lebt im Himmel weiter. Dann noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Video. Genau. Tschüss. Ciao.